Hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Video außerhalb der Reihe. Und zwar möchte ich mich mit diesem Video einfach mal bei euch bedanken. Wir haben vor wenigen Stunden die magische Schallmauer von 50.000 Abonnenten überschritten. Vollkommen Wahnsinn, mit einem Thema wie Steuern und Buchhaltung für so eine kleine Zielgruppe, Selbstständige, diese unfassbar große und meiner Meinung nach absolut sensationelle Community aufzubauen. Da bin ich wirklich unfassbar dankbar und ich wollte zu diesem Anlass ein besonderes Video veröffentlichen. Das Problem ist, ich bin nicht so richtig kreativ. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich Buchhalter geworden bin und nicht irgendwo was Kreatives beruflich gemacht habe. Ich bekomme aber tatsächlich immer wieder von euch Fragen zu mir persönlich. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht nehme ich diesen Anlass einfach mal zum Grund, euch ein bisschen von mir zu erzählen. Und zwar bekommst du in diesem Video einfach mal 50 Fakten über mich, privat und beruflich und über den YouTube-Kanal und so weiter. Alle möglichen Fragen, die ich irgendwann schon mal bekommen habe oder aber auch Dinge, von denen ich denke, die sind eigentlich ganz nett und ganz witzig zu wissen. Und ich würde sagen, wir reden nicht so lange, wir fangen direkt an mit dem ersten Fakt. Und zwar, ich bin eigentlich ein Nordlicht. Oder genauer gesagt, ich habe meine Ausbildung zum Steuerfachangestellten in Lübeck gemacht und habe, vielleicht Fakt 2, nach der Ausbildung in Hamburg gearbeitet, bei KPMG. KPMG ist so zwischen dem Michel und der Reeperbahn. Ist eigentlich auch genial, so zwischen der Kirche und der Reeperbahn so sein Büro zu haben. Beste Anbindung, würde ich sagen. Das heißt, ich fühle mich tatsächlich dem Norden sehr verbunden. Zum Teil sogar ein kleines bisschen mehr als Berlin, wo ich aktuell wohne. Das liegt einmal natürlich daran, dass ich viele Jahre in Schleswig-Holstein gewohnt habe, aber zum Beispiel auch, dass meine Frau aus Lübeck kommt. Das heißt, ich habe meine Frau in Lübeck auch kennengelernt, mit der ich übrigens auch schon seit 16 Jahren zusammen bin. Ich bin noch nicht so wahnsinnig alt. 16 Jahre ist durchaus ein substanzieller Anteil meines Lebens und ich bin glücklich, die ganze Zeit die gleiche Frau an meiner Seite zu haben. Zu dem Thema gibt es übrigens auch noch einen spannenden Fakt und zwar bin ich gar nicht gebürtig Neumann. Ich heiße ja Melchior Neumann, aber Neumann ist tatsächlich nicht mein Geburtsname, sondern das war der Nachname von meiner Frau. Und als wir geheiratet haben, haben wir natürlich das Thema diskutiert, welchen Namen nehmen wir jetzt. Ich bin ehrlicherweise kein Fan davon, wenn man Kinder hat, dass die Kinder dann anders heißen als die Eltern. Und da das relativ üblich ist, dass die Kinder dann so heißen wie die Mutter, ja, ich wollte halt auch gerne so heißen wie meine Kinder. Und deswegen war ich eindeutig dafür, dass wir einen Namen haben. Und jetzt ohne jemanden nahe zu treten zu wollen, Doppelnamen fand ich jetzt auch nicht so toll. Und da meine Frau gesagt hat, nö, deinen Namen will ich nicht haben, habe ich dann halt gesagt, na gut, dann haben wir ja nur noch eine Option, dann nehme ich halt deinen Namen. Und deswegen bin ich erst seit ungefähr 5 Jahren Melchior Neumann und vorher hieß ich tatsächlich Melchior Bläse. Der nächste Fakt hat zumindest ein kleines bisschen noch mit dem Norden zu tun. Und zwar bin ich kein riesengroßer Fußballfan. Ich bin eigentlich so typisch derjenige, der guckt halt EM und WM und so ab Champions League Viertelfinale fange ich auch mal an, die Fußballspiele zu gucken. Bayer Leverkusen spielt Weltklasse die Saison, deswegen habe ich tatsächlich auch ein paar Bundesligaspiele von Bayer Leverkusen geguckt. Aber sympathisieren tue ich tatsächlich am ehesten mit dem HSV. Und ich erinnere mich noch sehr gerne an die legendäre Zeit mit Van der Vaart in Hamburg. Lange ist es her. Jetzt ist der ewige Dino der ersten Liga, der ewige Dino der zweiten Liga. Es tut weh. Aber das gehört dazu. Der 7. Fakt hat mit meiner unglaublichen akademischen Karriere zu tun. Und zwar habe ich ganze 2-mal Studiengänge abgebrochen. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Und zwar habe ich Wirtschaftswissenschaften so weit studiert, ich glaube, mir fehlen noch 10 Credits oder 20 Credits, habe ich aber nie abgeschlossen. Irgendwann dachte ich mir einfach, was habe ich eigentlich mit dem Schein, was ich nicht jetzt schon haben kann? Und ich war selbstständig zu der Zeit und ehrlicherweise fragt einen als Selbstständiger natürlich nie einer nach einem Uni-Abschluss und deswegen habe ich es einfach geschmissen und mit der Zeit was Sinnvolleres gemacht. Aber weil ich nicht so besonders schnell bin, darin Dinge zu realisieren, habe ich den gleichen Fehler gleich noch einmal gemacht und habe tatsächlich Jura studiert. Und zwar 4 Semester in Bayreuth. Liebe Grüße an die Kommilitonen, die langsam auch mal fertig sind. Aber da habe ich relativ früh gemerkt, thematisch finde ich das Ganze spannend, aber ich werde niemals schaffen, mich 7, 8 Jahre für diese Thematik zu begeistern, um am Ende ein Staatsexamen zu schreiben, was dann über alles und nichts entscheidet. Mir ging es in meiner Selbstständigkeit zu der Zeit, in der ich studiert habe, ehrlicherweise schon so gut, dass ich mir gar nicht vorstellen wollte, später irgendwie als Anwalt zu arbeiten. Und deswegen habe ich halt auch das Jurastudium geschmissen. Und deswegen habe ich tatsächlich einfach gar keinen Uni-Abschluss. Der 8. Fakt, vielleicht ein bisschen zusammenhangslos an dieser Stelle, er ist mir aber einfach gerade beim Skriptschreiben an dieser Stelle eingefallen. Und zwar muss ich bei unglaublich vielen Tätigkeiten durch
durch die Gegend gehen. Ich kann nicht still sitzen. Und am schlimmsten ist es ehrlicherweise beim Telefonieren. Ich kann nicht am Schreibtisch sitzen und telefonieren. Das ist vollkommen unmöglich. Ich nehme immer mein Handy in die Hand und gehe spazieren oder auch in der Wohnung hoch und runter, was übrigens immer ein bisschen blöd ist, weil der Empfang in meiner Wohnung nicht so besonders gut ist. Und tatsächlich auch beim Skript ausarbeiten, wenn ich kreativ werden muss, dann laufe ich auch ganz gerne rum und gucke immer mit dem Handy und mache meine Notizen im Handy tatsächlich, einfach nur, damit ich beim Arbeiten durch die Gegend gehen kann. Und da das in so einem Angestelltenjob immer ein bisschen komisch ist, habe ich mich sehr früh selbstständig gemacht. Okay, das war nicht der Grund, aber ein Fakt über mich ist, ich habe tatsächlich 6 Mal in meinem Leben schon gegründet. Ich bin nicht unfassbar alt, das heißt, man könnte daraus ableiten, so erfolgreich waren die Gründungen nicht. Und das stimmt leider auch. Ich war, ich würde mal sagen, sehr ausdauernder, unerfolgreicher Gründer. Inzwischen habe ich Gott sei Dank in einigen Bereichen von dem, was ich tue, auch Erfolg, aber ich war wirklich Weltmeister darin, schlechte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und so kommt man mit 34 Jahren tatsächlich auf 6 Gründungen. Und übrigens, der nächste schlechte Fakt, die schlechteste Geschäftsidee hatte ich, als ich studiert habe. Und zwar dachte ich mir, es ist ganz sinnvoll, ein Portal zu entwickeln für Studenten, bei dem sie sparen können. Also so Schnäppchenjäger und generell so Verträge, Versicherungen und so weiter wechseln und abschließen, speziell für Studenten. Also Zielgruppe Studenten. Das Thema war dann, wie können Studenten Geld sparen? Klingt vielleicht jetzt erstmal okay. Auf der anderen Seite konkurriert man natürlich mit riesengroßen Schnäppchenportalen und auf der anderen Seite ist es unfassbar dämlich, eine Zielgruppe zu nehmen, die kein Geld hat und dann auch noch das Thema zu nehmen, wie kann man noch mehr sparen? Weil Studenten, die viel Geld haben, die interessieren sich nicht fürs Geld sparen, sondern man hat automatisch als Zielgruppe natürlich die armen Studenten, die sowieso kein Geld haben. Und da ist es nahezu unmöglich, gut Geld zu verdienen, weil, ja, sie haben halt kein Geld. Das heißt, sie können auch nicht besonders viele Produkte kaufen und sparen einfach jeden Euro und jeden Cent. Und das war dann auch fast egal, was ich mir an Produktideen und Dienstleistungen mir in dem Bereich überlegt habe. Diese Zielgruppe ist vielleicht jetzt nicht die beste gewesen, weil sie nicht so besonders zahlkräftig war. Und vielleicht bleiben wir beim nächsten Fakt auch einfach bei meinen sensationellen Geschäftsideen. Und zwar kommen wir zu meiner ersten Geschäftsidee. Ich habe mich tatsächlich rechtlich gesehen mit 18 selbstständig gemacht. Inoffiziell eigentlich schon, als ich 17 war. Da hat mein Papa halt einfach immer für alles unterschrieben. Das war eine Ferienwohnungvermietung in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste. Das heißt, ich habe Ferienwohnungen vermietet. Und zwar habe ich die Wohnung einfach gemietet und einfach an Tagegäste weitervermietet. Das heißt, ich hatte monatlich einen Mietvertrag und habe meine Monatsmiete gezahlt. Das waren damals so ungefähr 400, 450 Euro. Und habe dann ja an Tagesgäste halt die Wohnung vermietet. Da habe ich in der Hochsaison 80 Euro genommen. Wahnsinn eigentlich, auch wenn man sich heute überlegt, Ferienwohnungen in der Ostseeküste in der Hochsaison für 80 Euro die Nacht. Vollkommen ausgeschlossen, diese Preise heute zumindest. Damals war das ein guter Deal. Das hieß für mich, ein Monat, 5 Tage vermietet, war Kostendeckung. Ab dem 6. Tag habe ich dann tatsächlich Gewinn gemacht. Und das war meine erste Geschäftsidee, wo ich übrigens Steuern hinterzogen habe, weil ich zu der Zeit gar nicht wusste, dass ich mich irgendwie steuerlich registrieren muss und Steuern zahlen muss. Aber die Geschichte habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt und deswegen verlinke ich dir das Video vielleicht einfach mal oben rechts. Übrigens waren nicht alle Geschäftsideen, die ich hatte, unfassbar schlecht. Die letzte und meiner Meinung nach auch die smarteste Geschäftsidee war tatsächlich die Kontist-Steuerberatung. Also eine Steuerberatung, die aufbaut auf ein Fintech-Bankkonto, also ein spezialisiertes Bankkonto für Selbstständige, auch bekannt als Kontist, darauf aufbauend eine Steuerberatung aufzubauen und dann eine sehr, sehr homogene Kundengruppe zu haben und die dann einfach ja in bisschen Massenproduktion abzuarbeiten. Das hat ehrlicherweise viel besser funktioniert als die Ideen, die ich für mittellose Studenten hatte. Das heißt, die letzte Idee war Gott sei Dank nicht die schlechteste. Das heißt, die Durchschnittsqualität meiner Geschäftsideen ist im Laufe des Lebens Gott sei Dank ein wenig besser geworden. Und der nächste Fakt hat übrigens auch mit Kontist zu tun. Ich bin dabei Kontist fest eingestiegen, um die Kontist Steuerberatung mit aufzubauen und wir hatten da ein wirklich wahnsinnig großes Team. Also wir hatten 80 fachliche Mitarbeiter, die wir in nur 2 Jahren eingestellt haben. Also ein riesengroßes steuerfachliches Team. Insgesamt hatten wir bei Kontist zu der Zeit tatsächlich über 200 Mitarbeiter. Das heißt, wir hatten ein echt großes Unternehmen und ich war mit in der Geschäftsführung und das war ja auch das größte Unternehmen, was ich irgendwie auch mein eigen nennen durfte. Es ist immer wahnsinnig schwierig bei so großen Unternehmen zu sagen, wem gehört das jetzt eigentlich, aber ich war mit in der Geschäftsführung und dafür mitverantwortlich für über 200 Mitarbeiter und das war natürlich ehrlicherweise eine Erfahrung, die ich vorher noch nicht hatte. Ich habe unglaublich viel gelernt und hatte unfassbar viele schöne Momente, aber leider auch einige echt schmerzhafte. Zum Beispiel den für mich schmerzhaftesten Tag oder die schmerzhafteste Situation in meinem beruflichen Leben. Und zwar mussten wir in einem Mai, und ich werde den Tag einfach nicht vergessen, mussten wir 50 Mitarbeiter entlassen. Und es klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich als Arbeitgeber, der jetzt viele, also 50 Mitarbeiter an einem Tag entlässt, mich jetzt hier als Opfer darstelle, dass es ein schlechter Tag für mich war. Aber ja, unterm Strich fühle ich mich, während so eine Entscheidung getroffen werden muss,
natürlich nicht gut. Und natürlich weiß ich auch, dass es den Mitarbeitern in der Situation noch viel schlechter ging als mir. Und deswegen möchte ich mich da auch gar nicht beschweren. Ab einem gewissen Punkt muss man sich, glaube ich, als Arbeitgeber damit abfinden, dass man in vielen Situationen auch einfach, ja, das Arschloch ist. Ich hoffe, und das ist auch mein Eindruck, dass das Verhältnis zu den Mitarbeitern, die wir zum Beispiel da auch an diesem Tag haben gehen lassen müssen, immer noch intakt ist. Das heißt, ich habe davor einen sehr engen Kontakt zu meinem Team gepflegt und ehrlicherweise auch danach. Und aus dieser ja wirklich schweren Situation hat sich jetzt nach ein paar Jahren echt übrigens eine wahnsinnig schöne Situation ergeben. Und zwar haben sich jetzt natürlich so die Leute irgendwo gefunden und verteilt. Ich habe vielen Mitarbeitern geholfen, auch einen neuen Job zu finden. Und irgendwie ist es gerade so, dass die ganze Branche im Bereich Steuerberatung, aber vor allen Dingen Software für Steuerberatung oder generell Software-Apps, Buchhaltungsprogramme und so weiter, das gefühlt in jedem Unternehmen so 2, 3 meiner ehemaligen Kollegen sitzen. Und ich finde das einfach sensationell, weil ich gefühlt immer, wenn ich mit irgendwem zu tun habe und übrigens auch Partner von diesem YouTube-Kanal, habe ich immer irgendwie mit ehemaligen Kollegen zu tun. Und ich finde das fantastisch und natürlich ist es da hilfreich, dass wir auch heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, obwohl ich sie zum Teil entlassen musste. Den Preis für den besten Job oder auch die beste Gründung von ehemaligen Kollegen geht übrigens an Julia. Julia hat sich den Traum verwirklicht, den Hand auf Herz, den haben wir alle irgendwie. Jeder von uns träumt von irgendwie einem Café, einem Restaurant oder aber einem Donutladen. Und wenn ihr in Friedrichshain seid, ist unbezahlte Werbung, dann schaut unbedingt einmal bei Fancy Donuts vorbei. Ja, betrieben von Julia, ehemalige Kollegin. Ich bedanke mich auch wahnsinnig für die Donuts anlässlich des 50.000 Abonnenten-Jubiläum. Vielen, vielen Dank. Schaut gerne vorbei, wenn ihr aus Berlin kommt. Ihr findet alle Informationen dazu natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Für mich persönlich ist das der, ja, der spannendste und der tollste Job. Und deswegen an dieser Stelle auch die Empfehlung, schaut da unbedingt vorbei, wenn ihr aus Berlin kommt. Der 17. Fakt hat so ein bisschen was mit dem Kanal zu tun. Oder besser gesagt mit YouTube. Und zwar schaue ich unfassbar gerne YouTube. Ich gucke kein Fernsehen. Netflix gucke ich extrem selten. Manchmal aufgrund meiner Kinder Disney Plus. Aber im Wesentlichen schaue ich eigentlich YouTube. Und ich kenne wirklich alle großen YouTube-Formate. Ich kenne die großen Influencer. Ich weiß, wer mit wem jetzt Streit hat und Beef hat. Und wer beim Monte-Event eingeladen war und wer nicht. Und ich hoffe auch immer noch, dass Julian irgendwann mit Bibi wieder zusammenkommt, was auch immer. Ich stecke da voll drin. Ich weiß auch nicht warum, ich komme davon nicht los. Auch alle anderen Social-Media-Plattformen sind nicht so meins. TikTok ist nicht so meins, Instagram ist nicht so meins. Ich lebe schon seit vielen, vielen Jahren einfach in YouTube. Und natürlich habe ich dann, als sich die Gelegenheit geboten hat, im Rahmen meiner Tätigkeit bei Contest, einen YouTube-Kanal gestartet. Als ich gesehen habe, Mensch, in meiner Arbeit oder für uns als Geschäftsmodell ergibt YouTube gerade wahnsinnig viel Sinn, war ich der Erste, der gesagt hat, wir sollten YouTube machen. Ich verstehe die Plattform, ich bin dabei. Und zugegebenermaßen waren die ersten Videos ein bisschen zum Fremdschämen. Ihr könnt gerne mal auf dem YouTube-Kanal gucken und so die ältesten Videos anschauen. Ich kann euch aber auch sagen, da gibt es noch 15 bis 20 Videos, die ich schon offline genommen habe, weil ich mich wirklich schäme für diese Videos. Übrigens, auch für die letzten, die online sind, schäme ich mich. Da sieht meine Frisur absolut Katastrophe aus. Die sind aufgenommen worden, als ich während Corona nicht zum Friseur gehen durfte. Und ja, so sehen die Haare dann halt auch aus. Aber ich hatte sehr viel Spaß beim Content erstellen. Und damit kommen wir vielleicht auch zum Anlass. Warum haben wir als Contest, als Unternehmen eigentlich diesen Kanal irgendwann gestartet? Und zwar für das Kunden-Onboarding. Wir hatten relativ viele Mandanten. Also bei der Contest Steuerberatung hatten wir nach 2 Jahren, habe ich schon erwähnt, ungefähr 80 Mitarbeiter, aber auch 2500 Mandanten. Ist jetzt schon eine Weile her, aber diese 2500 Mandanten, denen mussten wir ja irgendwann mal erklären, wie so die Prozesse laufen, wann sie was abgeben müssen, welche Unterlagen wir brauchen und so weiter. Und die ersten Videos auf diesem Kanal waren tatsächlich Onboarding-Videos zu unserer Steuerberatung. Das heißt, wo wir einfach den Leuten erklärt haben, was jetzt so die nächsten Schritte sind und so weiter. Sowas kann man immer in Text schreiben, sowas kann man 1:1 am Telefon klären. Und ich dachte, ey, das ist vielleicht ganz cool, wenn wir dazu ein Video aufnehmen, dann können die Leute sich nämlich die Videos anschauen. Und wenn sie dann noch Fragen haben, dann können wir ja telefonieren. Und dadurch sparen wir unterm Strich ja ganz viel Arbeitszeit, weil wir nicht mehr jedem alles am Telefon erzählen können, weil die sich die Videos anschauen können. Das waren tatsächlich die ersten Videos und das war auch, ja, das Kanalkonzept, ganz am Anfang zumindest. Der Kanal hieß da natürlich nicht Steuerfit für Selbstständige, der hieß lange Contest Steuerberatung und davor hieß der tatsächlich Steuern für Selbstständige. Liebe Grüße an alle, die das noch wissen. Und damit kommen wir zu den wirklich wichtigen Fakten in meinem Leben. Und zwar kann ich die Eiskönigin Elsa und Anna, Olaf und Christoph und Sven und diese Geschichte habe ich in den letzten 2 Jahren locker 250 Mal gehört. Vielen lieben Dank an meine Tochter und Toni für die Toni-Box, damit ich jeden Abend diese Geschichte mindestens 2 Mal anhören muss. Und ich
kann das Ganze wirklich komplett mitsprechen. Die kompletten 90 Minuten kann ich Wort für Wort inzwischen mitsprechen. Würde es Wetten, dass geben, würde ich mit diesem Skill zu Wetten, dass gehen. Was ich früher übrigens lieber gemacht habe, als Anna und Elsa zuzuhören, war tatsächlich Marathonlaufen. Ich bin früher Marathon gelaufen und ich war auch gar nicht so schlecht. Meine schnellste Marathonzeit liegt bei gut 3 Stunden. Also 3 Stunden, 4 Minuten und noch irgendwas. Ich habe das noch versucht herauszufinden. Ich weiß die Sekundenzahlen nicht mehr, aber so ungefähr 3 Stunden, 5 Minuten ist meine schnellste Marathonzeit. Und weiterer Fakt, ich neige sehr dazu, Dinge einfach extrem auf die Spitze zu treiben. Ich übertreibe mit allem, was ich mache. Ich habe eigentlich irgendwann mal angefangen, so nebenbei, neben meiner Arbeit, ja, laufen zu gehen. Einfach nur, um einen Ausgleich zu haben, weil ich parallel als Steuerfachangestellter gearbeitet habe und parallel berufsbegleitend Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Und es war halt einfach sehr viel Schreibtischarbeit. Deswegen dachte ich, ich brauche ein bisschen Abwechslung und gehe mal abends laufen. Es hat dazu geführt, dass ich ein Jahr später Marathon gelaufen bin. Und dann habe ich immer mehr gemacht und mehr gemacht und mehr gemacht. Dann bin ich irgendwann Marathon in ungefähr 3 Stunden gelaufen. Und was kommt danach? Ja, Ultramarathon natürlich. Das heißt, ich habe solche Geschichten mitgemacht wie 6-Stunden-Läufe. Da ist ein See und man läuft 6 Stunden um den See. Und wer nach 6 Stunden am weitesten gekommen ist, der hat gewonnen. Sowas habe ich gemacht. Übrigens in Weißensee. Da wurde, zumindest als ich teilgenommen habe, die deutsche Meisterschaft in 6-Stunden-Lauf ausgetragen und da bin ich mitgelaufen. Ich hatte ehrlicherweise nichts mit dem Titel zu tun, also die waren so viel besser, aber in 6 Stunden habe ich immerhin 63 Kilometer gemacht. Muss man das machen? Nee. War das ein sinnvoller Ausgleich zu meinem Job und meinem Studium? Nee. Aber muss ich alles auf die Spitze treiben? Ja, auf jeden Fall. Übrigens ein weiterer sehr bekloppter Lauf, den ich mal mitgemacht habe, war ein Mount Everest Treppenmarathon in der sächsischen Schweiz. Da ging es darum, die Höhenmeter, also die Höhe des Mount Everest, was ja fast 9000 Meter sind, zu überwinden, indem man Treppen hoch und runter läuft. That's it. Das ist das Konzept. Und wer das schafft innerhalb von 24 Stunden, der hat halt gewonnen. Und wer es nicht schafft, der kriegt nicht mal eine Urkunde. Und das habe ich mit 2 Freunden gemacht, also 3er-Staffel, haben wir versucht, den Mount Everest zu erklimmen innerhalb von 24 Stunden. Und nach 16 Stunden haben wir festgestellt, das wird nichts mehr. Und dann haben wir abgebrochen, weil wer hätte denn auch nichts gewonnen? Die Zeit ist dann einfach vorbei und da gewinnt man gar nichts. Falls jemand mal Langeweile hat, dieses Event kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr nichts Besseres am Wochenende zu tun habt. Ich bin aber nicht immer ganz schnell gelaufen, sondern manchmal auch so ganz gemütlich. Zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Ich bin vor einigen Jahren den Jakobsweg gelaufen, also von der spanisch-französischen Grenze bis nach Santiago de Compostela. Das sind so 840 Kilometer und auch da ganz gemütlich angefangen und so nach einer Woche dachte ich, boah, das kriege ich schneller hin und habe das Ganze irgendwie in 23 Tagen gemacht. War das sinnvoll? Nee. War das ein guter Ausgleich? Nee. Musste ich ein Rennen veranstalten? Ja. Hatte ich Gegner in diesem Rennen? Auch nee. Aber ihr erkennt das Muster. Übrigens ist es nicht so, dass ich mich immer exzessiv in Dinge reinsteige und dann wahnsinnig übertreibe. Es ist auf der anderen Seite so, wenn ich auf Dinge keine Lust habe, dann habe ich auch wirklich keine Lust. Es ist mir unmöglich, mich für Dinge zu motivieren, in denen ich keinen Sinn erkenne. Und ich bekomme das nicht hin. Ich kriege meinen Arsch morgens nicht aus dem Bett, wenn ich Dinge machen muss, für die ich kein Gefühl für einen Sinn habe. Bestes Beispiel, Schule. Ich habe erzählt, ich habe mit 17 angefangen, so Ferienwohnungen zu vermieten. Und das fand ich super cool. Da habe ich Geld verdient und auch viel mehr Geld verdient, als ich in dem anderen Job, in dem ich vorgearbeitet habe, mein Geld verdient habe. In der Bäckerei war das. Ich habe 4,50 Euro die Stunde verdient. Heute unvorstellbar, aber Mindestlohn gab es halt nicht. Und in der Zeit dachte ich halt, ich werde Unternehmer. Und da hatte ich halt keine Lust mehr auf Schule. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich halt nichts mehr. Ich bin tatsächlich in Lübeck in der 12. Klasse, in der Oberschule zum Dom, sitzen geblieben mit einem Zeugnisschnitt von 5,1. Ich hatte 9 Fächer, 8 Fünfen, 1 6. Liebe Grüße an meine Geschichtslehrerin. Übrigens, um auf das ganze Thema Laufen nochmal zurückzukommen, ich wäre unglaublich gern Triathlet geworden. Also Schwimmen, Radfahren und Laufen. Hätte ich unfassbar gerne gemacht. Das Problem ist, ich schwimme unfassbar schlecht. Ich nenne meinen Schwimmstil gerne Boje. Ich kriege das gerade so hin, an der Wasseroberfläche zu bleiben. Aber wirklich von A nach B zu bewegen, das ist ein bisschen schwierig. Das hat tatsächlich auch einen Grund. Ich habe unfassbar spät schwimmen gelernt. Und zwar aus einem Grund. Und jetzt wird es ein bisschen peinlich. Ich bin als kleines Kind fast einmal ertrunken. Das ist noch nicht lustig. Lustig ist, wo ich ertrunken bin. Und zwar im Victoria Park in Berlin. Da ist so ein Wasserfall. Die Berliner werden es vielleicht wissen. Oben Victoria Park, wahnsinnig schön, schönen Ausblick und so weiter. Da gibt es aber einen Wasserfall runter. Und da unten ist so ein ekelhaftes, kleines, schmoddriges Auffangbecken. Und da bin ich mit 2-3 Jahren reingefallen und fast ertrunken, weil ich so vorgelaufen bin. Meine Eltern waren weiter hinten und ich bin da einfach reingefallen und hat irgendeine Fremde mich da rausgefischt. Und seitdem habe ich echt immer Angst gehabt vor Wasser und das hat dazu geführt, dass ich ernsthaft schwimmen gelernt habe, erst so mit 11, 12. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und ich glaube meiner größten Schwäche. Und zwar bin ich einfach unfassbar ungeduldig. Ja, ich vertiefe mich sofort ganz extrem in bestimmte Themen, wenn ich die spannend finde, wenn ich da Bock drauf habe, dann kenne ich nichts anderes. Dann kenne ich nur dieses eine Ziel und bin dann leider
unfassbar ungeduldig. Ich will immer sofort Ergebnisse haben und nichts geht mir schnell genug. Und ehrlicherweise, rückblickend gesehen, war das auch das Problem von vielen meiner Gründungen. Deswegen ist es zu so wahnsinnig vielen Gründungen gekommen, weil ich eine Idee hatte. Ich habe angefangen, ich habe exzessiv gearbeitet. Wirklich, ich habe gar kein Problem damit, 100 Stunden die Woche da auf dieses Thema zu investieren und so weiter. Und dann gucke ich mir das an nach 2 Monaten, 3 Monaten und es funktioniert einfach noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann schmeiße ich das Handtuch, habe keinen Bock mehr, habe auch überhaupt gar keinen Bock mehr und stürze mich auf das nächste. Es führt dann natürlich dazu, dass viele Ideen ja noch nicht so gut ausgereift waren und noch nicht so gut funktioniert hat, weil ich ihnen einfach nur genau 3 Monate, 4 Monate, manchmal sogar 6 Monate Zeit gegeben habe. Und was ich inzwischen, ich bin ein bisschen älter geworden, festgestellt habe, viele dieser Ideen waren gar nicht so doof. Ich hätte es nun mal vielleicht länger als nur 3, 4, 5 Monate ausprobieren müssen. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, dass meine Ungeduld auch heute noch meine größte Schwäche sind und aber wahrscheinlich auch der größte Grund sind, warum viele meiner Gründungen so kläglich gescheitert sind. Ganz anderer persönlicher Fakt, ich rauche nicht. Und ich kann ehrlicherweise auch nicht verstehen, wie Menschen anfangen zu rauchen. Also das gibt mir gar nichts. Und noch nie in einer Situation gewesen, wo das vielleicht in Frage gekommen ist. Außer vielleicht, ich war mal so betrunken, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Das kann unter Umständen sein. Aber apropos betrunken, ich trinke tatsächlich heute nahezu gar nichts. Also Alkohol gehört für mich einfach null zum Alltag. Ich trinke keinen Alkohol zum Essen und auch sonst alleine sowieso gar nicht. Ich habe in meinem Leben noch nicht einen Tropfen Alkohol alleine getrunken. Fühlt sich irgendwie ganz komisch an, das zu tun. Und ich trinke eigentlich nur in Gesellschaft, wenn so die Situation ist. Ich habe da überhaupt gar nichts dagegen. Und dann bin ich auch gerne dabei. Aber diese Situation gibt es einfach wahnsinnig selten. Und deswegen trinke ich vielleicht so alle 1, 2 Monate mal Alkohol und sonst einfach nicht. Das heißt, Rauchen und Alkohol ist irgendwie kein Teil von meinem Leben. Und übrigens, an dieser Stelle, und das ist kein Fakt, ich kriege immer mal wieder die Kommentare, ob ich denn bekifft bin, weil meine Augen so rot sind. Nein, ich trage eigentlich eine Brille und weigere mich dagegen schon seit Jahren, diese Brille tatsächlich zu tragen. Und weil ich eigentlich eine Brille bräuchte und meine Augen die ganze Zeit versuchen, irgendwie scharf zu schalten, deswegen sind meine Augen ständig rot. Ich kiff hier nicht jedes Mal, bevor ich Videos aufnehme, sondern ich weigere mich einfach nur konstant eine Brille anzuziehen. Das ist der Grund, warum ich ständig so rote Augen habe. Aber das ist übrigens bald vorbei und deswegen wollte ich das Ganze eigentlich auch nicht als Fakt erzählen, weil ich habe tatsächlich in 2 bis 3 Monaten einen Augenlasertermin und dann ist das hoffentlich auch bald erledigt. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ich liebe Podcasts. Ich höre im Durchschnitt 2 bis 3 Podcast-Folgen pro Tag. Und zwar ganz wild alles durcheinander. Tatsächlich so einige Wirtschaftspodcasts, vom Handelsblatt zum Beispiel, einen Doppelgänger-Podcast höre ich super gerne. Ich höre aber auch wahnsinnig gerne True Crime und so weiter. Ich höre wirklich ganz, ganz viel. Immer so beim Spazierengehen, zum Teil beim Einschlafen, beim Haushalt machen und so weiter. Ich höre wirklich viel Podcasts. Früher war das gar nicht so extrem beim Podcast, sondern da habe ich mehr Hörbücher gehört. Ich bin wahrscheinlich der größte Audible-Kunde überhaupt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr Bücher in eurer Audible-Bibliothek habt. Bei mir sind es aktuell zur Aufnahme dieses Videos 152 Hörbücher bei Audible. Das heißt, ich hatte eine exzessive Hörbuchphase und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Hörbuch und dann habe ich natürlich gar keinen Bock mehr auf Hörbuch gehabt, wie soll es auch anders sein, und habe mit Podcasts angefangen. Apropos Podcasts, ich hätte immer unglaublich gern einen Podcast gehabt und zwar mit jemandem, mit dem ich einfach so, ja, mich so locker austauschen kann. Gerne auch über steuerliche Themen, so rund um Selbstständigkeit, generell Finanzen und so weiter, aber auch nicht zu trocken. Und leider kannte ich niemanden oder hatte niemanden in meinem Umfeld, mit dem ich das gut hätte machen können. Bis jetzt. Denn das ist meine Ankündigung zur Feier der 50.000 Abonnenten. Ich starte einen Podcast. Und zwar nächste Woche mit Ken Kuiper. Der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal und hat so ein paar Videos schon veröffentlicht. Den verlinke ich euch einmal unten in der Videobeschreibung. Und mit Ken werde ich jetzt einen Podcast starten. Und die Folgen werdet ihr als Videocast auch einfach hier auf diesem YouTube-Kanal sehen. Ihr könnt ihn dann aber natürlich auch überall abonnieren. Ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt. Das solltet ihr sowieso tun. 50.000 Abonnenten können nicht irren. Also, falls du noch nicht abonniert hast, wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Dann verpasst du auch meinen eigenen Podcast nicht. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Hörbücher waren. Ich liebe Bücher. Also ich liebe Bücher. Ich liebe es, in Bibliotheken reinzugehen. Und in dieser Bibliothek sind einfach gefühlt das gesamte Weltwissen. Ich bin tatsächlich als kleiner Junge so in Büchereien, Bibliotheken gegangen und dachte mir so, krass, wenn du hier reingehst und einfach alle Bücher liest, dann hast du das gesamte Wissen dieser Welt. Ich fand das wahnsinnig faszinierend und ich finde diese Atmosphäre Weltklasse. Und deswegen habe ich tatsächlich auch zu Hause unfassbar viele Bücher. Jetzt kommen wir aber zu einer kleinen Einschränkung. Weil ich so unfassbar gerne Hörbücher gehört habe, habe ich halt viele Bücher gehört und nicht gelesen. Und es ist tatsächlich so, dass ich relativ viele Bücher habe, ein riesengroßes Buchregal. Da stehen aber
ganz viele Bücher drin, die ich einfach noch nie gelesen habe. Weil wenn ich ein Hörbuch gehört habe und mir gefiel das Buch richtig gut, dann wollte ich dieses Buch haben. Einfach dieses Gefühl zu haben, dieses Buch in der Hand zu haben. So wie es bei meinem eigenen Buch ist. Ich habe übrigens ein Buch veröffentlicht, das findest du natürlich auch unter der Videobeschreibung. Darum soll es gar nicht gehen. Davon habe ich ein paar mehr zu Hause übrigens rumliegen. Sondern ich habe mir viele, viele, viele Bücher gekauft, die ich nicht mal aus dieser Folie rausgenommen habe, weil ich das Hörbuch halt vorher gehört habe und ich fand das Hörbuch gut und deswegen hatte ich das Bedürfnis, dieses Buch auch physisch anfassen zu können. That's it. Übrigens beim Thema Business und Bücher, das beste Businessbuch, was ich je in meinem Leben gelesen habe und was auch mein Leben am nachhaltigsten oder meine Selbstständigkeit am nachhaltigsten geprägt hat, ist von Stefan Merath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Große Empfehlung, falls du es noch nicht kennst, unbedingt lesen, hat tatsächlich mich oder meine Selbstständigkeit und das, wie ich mich als Selbstständiger sehe, ganz fundamental verändert. Und damit kommen wir zu weiteren wahnsinnig wichtigen Fakten. Ich kann nichts mit Autos anfangen, gar nichts. Ich habe schon mal ein Auto gehabt, ich kann natürlich auch Auto fahren und ich leihe mir auch immer mal wieder ein Auto, wenn wir zum Beispiel als Family ein Auto brauchen, aber es gibt mir gar nichts. Es ist mir vollkommen egal, man steigt ein, Tür auf, Lenker, Gas geben, bremsen, das muss ein Auto können. Alles andere außenrum juckt mich gar nicht, interessiert mich überhaupt nicht, ob Elektro oder Diesel oder Benzin. Ich bin froh, wenn ich an der Tankstelle da runterkomme und noch das Auto noch weiterfährt. Es interessiert mich nicht, es begeistert mich nicht, juckt mich gar nicht. Und ich weiß, damit bin ich wahrscheinlich eher in der Minderheit, aber es gibt nichts, was mich mehr langweilt als das. Was aber spannender ist, für mich persönlich zumindest, ich wäre mal fast nach Valencia ausgewandert. Es war tatsächlich so, dass meine Frau und ich uns dazu entschieden haben, nach Valencia auszuwandern. Ich liebe Spanien und wir haben tatsächlich über mehrere Jahre unterschiedliche Städtetrips nach Spanien gemacht, um einfach mal alle spanischen Städte so kennenzulernen. Und ich würde sagen, die Nordküste bin ich ja im Rahmen des Jakobswegs sowieso schon einmal zu Fuß abgegangen. Deswegen so San Sebastian, Bilbao und so. Die Städte kannte ich sowieso, weil ich zu Fuß einmal durchgegangen bin. Und dann haben wir über 2-3 Jahre hinweg immer Städtetrips gemacht zu bestimmten Städten. Barcelona und Madrid und Malaga und so weiter. Und Valencia ist meiner Meinung nach die schönste Stadt der Welt. Und ich wollte nach Valencia ausziehen. Und wir haben tatsächlich unseren kompletten Haushalt aufgelöst. Wir haben unsere Möbel verkauft. Wir haben uns komplett reduziert und waren bereit, nach Valencia zu ziehen. Und dann kam Corona. Und dann kam während Corona die Idee zu, man könnte doch eine Kontist-Steuerberatung aufbauen. Das ist eine Steuerberatung, die aufbaut auf einem Bankkonto und so weiter. Und dann bin ich fest bei Kontist eingestiegen und dann sind wir Eltern geworden. Und dann haben wir es eingesehen, dass das vielleicht eine schöne Idee gewesen sind und haben uns wieder Möbel gekauft. Das war die Geschichte meines Auswanderns. Vielleicht wird das ja irgendwann noch einmal. Aber ich war tatsächlich vorher schon mal ausgewandert. Das heißt, ich habe mich aus Deutschland abgemeldet und habe offiziell auf den Philippinen gewohnt. Das war aber mehr so ein Digital Nomad-Ding. Ich war nicht wirklich fest auf den Philippinen, sondern mehr in Thailand und Vietnam und Singapur und auch Bali und sowas. Das heißt so Klassiker, Südostasien, ständig rumgereist, jeden Monat in einem anderen Hotel übernachtet und so weiter. Das heißt so dieses, ich würde mal sagen, dieses klischeehafte digitale Nomad. Das habe ich so 1,5 Jahre gelebt. War auch cool, aber ich muss deswegen auch sagen, ich mag Deutschland und ich mag mein Zuhause zu haben einfach. Und was mir übrigens bei dem Reisen auch aufgefallen ist und mir natürlich auch sonst bewusst war, ich bin tatsächlich gerne allein. Ich kenne viele Menschen, die können einfach nicht alleine sein. Die brauchen immer irgendjemanden um sich herum. Familie oder Freunde und solange sie mal 1 Tag, 2 Tage alleine zu Hause sind, fällt ihnen irgendwie die Decke auf den Kopf und die können damit gar nicht. Und ich genieße es. Ich genieße es, alleine den Jakobsweg zu gehen. Ich genieße es, auch alleine zu reisen. Ich kann sehr gut mit mir alleine auskommen und auch wirklich über Wochen hinweg. Ich liebe trotzdem andere Menschen. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich mag Menschen. Aber ich mag es tatsächlich auch sehr gerne, mit mir alleine zu sein. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass ich damit nicht unbedingt in der Mehrheit bin. Was ich noch mehr liebe, als alleine zu sein, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen exzessiv bei mir, sind Cashewkerne. Also diese Nüsse, die liebe ich tatsächlich so, dass teilweise mir Familienangehörige, wenn sie mir was zum Geburtstag schenken, einfach 1,5 Kilo Cashewkerne schenken und ich bin damit glücklich. Ja, ich bin Mitte 30 und man kann mir einfach 1 Kilo Cashewkerne schenken und ist das beste Geburtstagsgeschenk, was ich mir vorstellen kann. Hat sich auch nicht geändert, war mein ganzes Leben schon so. Übrigens, nächster Fakt, ich kann wahnsinnig gut improvisieren. Wenn du das Videoskript zu diesem Video sehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich lachen, weil da steht nicht so besonders viel und das gleiche gilt auch für viele andere Videos. Und tatsächlich habe ich die besten Noten in der Schule für Vorträge bekommen, die ich überhaupt nicht vorbereitet hatte. Komplett von einem leeren Zettel abgelesen. Ich habe im Deutschunterricht früher Hausaufgaben vorgelesen und habe abgelesen von einem Zettel, auf dem nichts drauf stand. Warum das so ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, ich brauche eigentlich eine Brille und kann gar nicht so gut ablesen und muss mir deswegen einfach mehr Dinge merken.
ihr würdet sofort merken, wenn ich hier ein Skript ablesen würde. Mache ich aber nicht, weil ich es halt gewohnt bin, dass ich das sowieso nicht lesen kann. Außer ich würde so sitzen. Aber wie gesagt, das merkt man halt und deswegen mache ich es halt gar nicht. Und deswegen habe ich geübt, einfach frei zu sprechen, zu improvisieren. Und ehrlicherweise bin ich einfach unfassbar faul. Wie oft war ich in meinem Leben schon in Situationen, dass ich irgendwas vorstellen musste, irgendwas vortragen musste, was vorlesen musste und ich es einfach nicht gemacht habe. Ja, und dann bleibt nur noch zu improvisieren. Und da ich das mein ganzes Leben konsequent schon immer geübt habe, faul zu sein und keine Brille zu tragen, hat es dazu geführt, dass ich wahnsinnig gut darin bin, so aus dem Stegreif Dinge zu erzählen und habe da dann einfach einen guten Redefluss. Dazu kommt tatsächlich noch so ein Punkt, dass ich relativ wenig Lampenfieber habe. Ich habe auch gar kein Problem, vor 100, 200, 300.000 Leuten zu sprechen, auch wenn ich nicht vorbereitet bin. Und das führt manchmal tatsächlich zu so Problemen, dass ich Dinge nicht so ernst nehme. Da bin ich für einen Vortrag gebucht und kriege das auch bezahlt. Und so eine Stunde vorher denke ich mir, shit, vielleicht sollte ich doch mal was vorbereiten. Weil ganz ehrlich, in der Schule war das noch witzig. Wenn ich beauftragt werde als Speaker, dann sollte ich wenigstens mir vorher mal die Gedanken sortiert haben. Und tatsächlich muss ich mich dazu zwingen. Einfach weil ich tatsächlich, ich habe keine Angst vor der Situation, vor Menschen zu stehen. Auch wenn ich keine Ahnung habe. Ich habe übrigens auch mal eine Weile Impro-Theater gemacht. Einfach weil ich daran Spaß habe. Und ich dachte, ich sollte das vielleicht noch mal ein bisschen mehr üben. Und vielleicht kann das ein Hobby werden. War auch ganz lustig. Inzwischen mache ich es aber nicht mehr. Familie und so. Und jetzt kommen zwei wichtige Fakten, und zwar eine Sache, die ich abgrundtief hasse. Wirklich, bei Menschen, wenn ich Menschen begegne und Menschen beschweren sich über alles und ändern nichts, dann könnte ich ausrasten. Ich habe da so eine geringe Schmerztoleranz, wenn mir Menschen ihr Leid klagen und meckern und nichts ändern. Ich raste aus. Ich muss gehen. Also ich weiß, dass ich da sehr unfreundlich werde und deswegen gehe ich. Ich kann das nicht ab. Ich kann Menschen, die sich beschweren und nichts an der Situation verändern, kann ich überhaupt nicht ausstehen. Und damit kommen wir zum letzten Fakt. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich diesen Kanal unfassbar gerne habe und warum ich euch unfassbar gerne habe. Weil Content zu erstellen für Gründer, für Selbstständige, jeder Gründer kann kein notorischer Nörgler sein. Weil wenn man gründet, hat man ja schon eine Idee, wie man etwas machen kann. Und kommt gerade in Bewegung. Und ja, ich rede über Steuern und Buchhaltung und ich finde das genauso langweilig. Ich habe das zwar irgendwann mal gelernt und ich kann das auch ganz gut, aber ich mag euch als Mensch, weil ihr seid diejenigen, die etwas gesehen haben, euch hat es nicht gefallen und ihr sagt jetzt, das mache ich besser. Und solche Menschen liebe ich einfach. Davon muss es viel, viel mehr geben. Und ja, das war mein letzter Fakt und ich finde auch, das war der schönste Fakt am Ende. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich genieße es sehr, diese Community. Ich finde es fantastisch, wie das wächst. Ich mag den Austausch mit euch. Und für alle, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, macht es einfach. Ihr würdet mir persönlich damit einen großen Gefallen tun und wir sehen uns, denke ich, beim nächsten Abo-Special zu 100.000. Also bis dahin gibt es noch viele, viele andere Videos und auf diesem Kanal gibt es auch schon wahnsinnig viele Videos, die du genau jetzt anschauen kannst. Aber ich glaube, das nächste Special kommt erst bei 100.000 Abonnenten. Übrigens, apropos andere Videos, die verlinke ich dir auch direkt sofort einmal, und zwar hier. Mit ihm an der Seite hast du den besten Steuerrecht.